Alles klar. Wir können jetzt auf die Toilette gehen, denn Elaine hat ihr Schminkgeschmier gelassen. Und warum? Moment. Eigentlich? Ich gehe mal runter und wieder hoch. Jetzt ist hier eine Urinpfütze. Die war vorher nicht da. Gerade eben, als wir hier das Schminke-Tree geholt haben. Ist ein bisschen verwirrend, aber okay. So, wir haben den Drink. Kann ich jetzt eigentlich auch schon was reinmischen? Wir müssen in den Drink eine Batterie. Pater Roy sollte... So. Ja, okay. Dann müssen wir eh nochmal weg. Was brauchen wir denn alles? Wir brauchen die Batterie. Also Pater Roy trinkt einen Schluck und spuckt ihn dann wieder aus, weil er ihm nicht stark genug ist. Dann müssen wir halt ein bisschen was da reinmischen. Wir brauchen einmal die Batterie, die rostigen Rasierklingen, die faulige Zitrone und dann noch was, was wir, glaube ich, erst bekommen. Ja. Was war denn das nochmal? Ach genau, okay. Ja, das kriegen wir erst später. Wir gehen nochmal zu Mads Bude. Denn ich glaube, die Polizisten sollen jetzt weg sein. Sollten jetzt weg sein. Und wir können jetzt halt einiges machen. Oh. Hey, wo wollen Sie hin? Was geht Sie das an? Die Polizei hat hier schon alles abgesucht. Hier werden Sie nichts finden. Warum glauben Sie, dass ich deswegen hier bin? Ich wollte nur schnell was klauen. Etwas stehlen? Ich dachte, Sie waren sein bester Freund. Naja, ich glaube, das stört ihn nicht, wenn man die Umstände bedenkt. Sie sind abstoßend. Ja. Ich meine, recht hat er ja, ne? In letzter Zeit öfter. Gut, was wir hier mitnehmen können, ist einmal können wir hier Feuer mitnehmen. Dann können wir... Ne, Schublade ging nicht auf, stimmt, die klemmt. Aber wir können, das wird später nützlich, wir können diesen verdammten Draht in diesen Mixer packen und den dadurch verbiegen. Leute, wie soll man darauf kommen? Dieses Ding erstaunt mich immer wieder. Also ganz im Ernst, ich habe mich da, als ich diese 2,5 Stunden Aufnahme hatte, so drüber aufgeregt, weil ich mir so dachte, wie soll man darauf kommen? So, einfach nur durch dummes Rumprobieren, ganz einfach. Ganz einfach durch dummes Rumprobieren. Und wir können den Stift... Der Alkohol hat's geregelt. ...wieder enttrocknen, sag ich jetzt mal. Und hier in dem Schrank ist Rattengift, was wir mitnehmen können. Und das dürfte es gewesen sein. Auch kein witziger Spruch oder so mehr, soweit ich weiß. Also nichts Krasses mehr, was wir machen können. Das war's erstmal mit Mads Bude. Mehr müssen wir hier nicht machen. Wir müssen nicht mehr rein. Aber... Ja, wir können jetzt wieder zurück zu Claytons Cave. Und Butter Roy den Drink geben. Okay, Pater. Hier ist ein echter daiquirisierter Royal Mai Tai Iced Tea. Passen Sie auf, dass er nicht im Schnauzbad hängen bleibt. Mir schmeckt die nicht. Hey, was soll das? Ihnen kaufe ich keine Drinks mehr. Hey, Moment. Ich weiß, wo das Problem liegt, Sie, alter Schuft. War nicht stark genug, hä? Ah. Hättest wissen müssen, Pater Roy mag nur den starken Stoff. Okay, ich schau, was ich tun kann, aber ich verspreche nichts. Es ergibt natürlich Sinn, ne? Und wir müssen dort jetzt. Einmal Rattengift. Ja. Extra fruchtigen Geschmack. Dann müssen wir noch die Rasierklinge. Eine kleine Prise scharfes, rostiges Metall hat noch niemandem geschadet. Nein, ach, kein Stück. Eine Batterie. Es ist erwiesen, dass Polyanid-Drinks einen würzigen Geschmack verleiht. Fast fertig. Und... die faulige Zitrone reinpacken. Ich glaube, da fehlt Zitrone. Vergammelte Zitrone, versteht sich. Natürlich versteht sich das. Mehr fällt mir nicht ein, was ich da reintun könnte. Vorsicht beim Trinken. Okay. Pater? Das ist der, den er mag. Pater? Pater? Oh. Wenn er vorher nie was gesagt hat, wird er es jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber er lebt noch, er atmet noch, man sieht es. Und wir können jetzt diese weiße Spielkugel das nehmen, Leute. Das ist die Spielkugel.
Und somit sind wir hier fertig erstmal. Wir haben nichts mehr zu erledigen in dem Bereich. Wir können übrigens uns in der Kiste verstecken. Richtig geil. Ja, jetzt wollen wir noch schnell zu Randalls Wohnung. Nee, gar nicht. Nein. Jetzt müssen wir mal zwischendurch ein bisschen hin und her fahren. Weil wir müssen zu Mads Pfandleihe. Zumindest einmal schnell. Obwohl, wir gehen erstmal zu Amazon Express. Denn wir wurden ja noch nicht gefeuert. Super Idee. Ja? Der gute alte Phil wird mir helfen. Technisch gesehen hat er mich noch nicht gefeuert. Genau. Hey, wen haben wir denn da? Ich hätte nicht gedacht, dass du die Eier hättest, nach der Nummer von gestern hier nochmal aufzutauchen. Gestern? Was? Na komm, ich bin neugierig. Dachtest du wirklich, es sei eine gute Idee, völlig besoffen an einem Sonntag zur Arbeit zu kommen? Entschuldigung, naja. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ach, halt die Klappe. Ich habe die Kameraaufzeichnungen gesehen. Ich kann nicht glauben, dass du einen Esel in mein Büro geschleppt hast. Ich habe Dinge gesehen, die nicht für menschliche Augen bestimmt sind. Was zur Hölle hat diese Frau mit dem armen Tier gemacht? Oh, was? Okay, Alter, ihr Name ist Candy und sie ist ein Profi. Das reicht, Hicks. Ich sorge dafür, dass das nie wieder passiert. Okay. Du bist gefeuert. Nein! Sie können mich nicht feuern. Lassen Sie es mich wenigstens erklären. Und ob ich das kann. Du hast mich betrogen, respektierst mich nicht. Und was noch schlimmer ist... Du hast mir meinen Glauben an die Menschheit genommen. Dieser Esel hat den Weg ausgetreten und eine Scheibe zerbrochen. Gott sei Dank ist er nicht an einer Überdosis oder sowas gestorben. Ich habe den ganzen Morgen damit verbracht, die Scheiße von dem Vieh wegzumachen. Oh, und von meinem See will ich gar nicht erst reden. Sperrangel weit offen und mein wertvoller Super-Zuckerschnecken-Katalog ist völlig ruiniert und riecht nach Thunfisch. Oh. Was zur Hölle stimmt nicht, mit dir? Hast du eine Ahnung, wie teuer der war? Ich, also... Na los! Nicht ganz. Dann erklär mal! Sollte ich nicht irgendwas zur Koala-Convention liefern? Halleluja! No. Preise den Herrn! Sieht ganz so aus, als wenn die kleine Laus arbeiten will. Tja, tut mir leid. Zu spät! Du bist gefeuert! Aber ich... Raus hier! Okay. Komm runter und entspann dich. Ich werde immer besser. Schon scheiße, dass ich mich nur an die kitschige Verlobungsparty von Sally und Matt erinnern kann. Die Party im Büro muss ganz schön wild geworden sein. Ich muss unbedingt diese Videos in die Finger kriegen. Unbedingt, Leute, unbedingt. Aber das war's erstmal, würde ich sagen. Wir haben fast eine Stunde erreicht und ich habe keinen Bock, dass die Aufnahme schon wieder ruiniert ist. Okay, manche Dialoge sind immer wieder witzig. Okay, Leute, das war's erstmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part oder die Aufnahme allgemein, also die ganze Parts der Aufnahme. Ich hoffe, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein! Alle Römer, den Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Let's Play Randall's Monday. Wir müssen in Mads Pfandleihe. Und hier haben wir einiges zu tun. Der Typ sieht nicht sehr vertrauenserweckend aus. Wir können mit dem reden. Guten Morgen. Redest du mit mir? Nein. Mit wem zur Hölle redest du dann? Ich bin gerade nicht bereit für ein Verhör, wenn das für dich okay ist. Pass auf, du Wichser. Ich hab dich noch nie gesehen, aber ich hasse dich jetzt schon. Sprich mich nie wieder an. Alles klar? Klar. Alles klar. Das brauchen wir später erst. Okay. Hallo, Mel. Wenn man eine Pfandleihe betreiten... Ach, das kennen wir schon. Morgen. Suchst du was Bestimmtes? Morgen. Ich suche nach einem Ring, den ich hier verkauft habe. Denke ich. Denkst du? Naja, das ist kompliziert. Kannst du dich noch daran erinnern, dass ich gestern hier war? Nein. Gestern war geschlossen. Es war Sonntag, weißt du? Sicher. Ja. Kann ich mir mal die Ringe ansehen, die du verkaufst? Nein, kannst du nicht. Warum nicht? Der Kunde ist doch König, oder? Wer auch immer das gesagt hat, muss ein ganz schöner Loser gewesen sein.
Du erkennst mich echt nicht? Ich dachte, wir wären Freunde. Freunde? Hey, bist du nicht der Kurier von Amazon Express? Nicht mehr. Was hast du denn eingeworfen? Du siehst noch dämlicher aus als sonst. Weißt du, gestern warst du nicht so unhöflich. Junge, ich sagte dir schon, der Laden war gestern dicht. Darf ich dir einen Rat geben? Hör auf, Klebstoff zu schnüffeln. Das ist nicht gut für dich. Doch, das ist super gut für Was uns. Was kostet eine Dose Mercury Cola? 5 Riesen. 5 Riesen? Das ist teuer. Sekunde mal. Sind die echt? Als stolzer Konsument muss ich sagen, ja, sind sie. Wurden die nicht nach dem Skandal 2000 verboten? So ist es. Und war das nicht, weil Wissenschaftler herausgefunden haben, dass das Zeug große Mengen Quecksilber enthält? So große nun auch nicht. Wenn ich mich recht erinnere, waren es 37%. 34%. Selbst wenn, was soll's. Kein anderer Softdrink löscht den Durst wie dieser. Ich hab mal damals 98 eine probiert und alles, was die gelöscht hat, war mein Bewusstsein. Wie hast du es überhaupt geschafft, so viele Dosen zu behalten? Ich gebe meine Quellen nicht preis. Aber ich mag dich, Kleiner. Und du scheinst sehr an den Mythen interessiert zu sein, die beste Cola aller Zeiten umgeben. Oh, habe ich mein Interessiert-Gesicht gemacht? Ich muss wirklich an meiner Mimik arbeiten. Ja. Vor ein paar Jahren haben mein bester Kumpel und ich diesen Truck ausgeraubt und der war voll mit dem Zeug. Ich habe mich mitten auf die Straße gestellt und als der Truck angehalten hat, hat mein Kumpel Jimmy den Fahrer K.O. geschlagen. Alles klar. Guter alter Jimmy. Dann hat er mich verraten. Er sagte, er hätte die Drecksarbeit gemacht und wollte 60%. Und? Was ist dann passiert? Eigentlich erinnere ich mich gar nicht so richtig, was passiert ist. Ist alles irgendwie verschwommen. Alles klar. Ich bin hier gelandet, völlig mit Sand bedeckt, aber mit der ganzen Ladung. Ich hab's schon seitdem nicht gesehen. Aber genug davon. Bist du interessiert oder nicht? Ja, absolut. Morgen werde ich mir vielleicht einen merkurisierten Tag machen. Du kennst sogar den Slogan. Sehr gut. Hat er gesagt, er war von Sand bedeckt? Okay. Bitte, ich brauche diesen Ring dringend. Und das kümmert mich nochmal, weil... Weil ich ihn zurückbrauche. Oh, übrigens, habe ich erwähnt, dass ich eine Menge Kohle habe? Und ich meine eine Menge. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Was genau suchst du? Naja, es ist also so eine Art Goldring. Sehr schlicht, keine Gravur, keine Diamanten oder so. Allerdings strahlt er eine mysteriöse Aura aus, die ihn einzigartig und begehrenswert macht. Hm? Klingelt da was? Junge, so einen Ring habe ich mal gesehen. Aber den hatte ich nicht von dir, den habe ich von so einem Kerl, der in Wirklichkeit 2 Zwerge in einem Kostüm war. Alles klar. Und, ist er noch da? Wer, der Zwergenmann? Nein, nicht die Zwerge, der Ring, ist er noch da? Ja, der Zwergenmann. Ah, scheiße. Hab ihn heute Morgen verkauft. Tut mir leid, aber ich habe ein echt gutes Angebot bekommen. Kannst du mir wenigstens sagen, wer ihn gekauft hat? Nein. Dieses Unternehmen hat eine strikte Diskretionspolitik. Unternehmen? Hier sieht's aus wie in einer alten Garage und deine Lizenz ist 1968 abgelaufen. Ich wette, da warst du noch nicht mal geboren. Hey, wie wär's, wenn ich mal zu dir nach Haus komme und dir erzähle, was für ein Schweinestall du wohnst? Und ich hätte sicher recht damit. Ja, hättest du. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, zeig etwas mehr Respekt. Ich kann diese Art Information nicht weitergeben. Diskretion, basta. Tja, das war's dann für mich. Ich gebe dir alles Geld, was ich dabei habe, wenn du mir den Ring wieder beschaffst. Kein Interesse. Du weißt doch gar nicht, wie viel das ist. Ich weiß aber. Irgendwie habe ich gerade ein seltsames Déjà-vu. Jetzt erfindest du auch noch Worte, um mich zu verwirren? Hör zu, ich weiß nicht, ob das ein Traum oder sowas war. Aber ich weiß, dass du nichts hattest außer Schrott. Also nein, danke. Na schön, dann verkaufe ich meinen Sportalmanach aus der Zukunft eben woanders. Wie komme ich an den Ring ran? Gar nicht. Wie willst du ihn kaufen, wenn er nicht mehr hier ist? So machst du also Geschäfte. Gestern warst du noch so versessen auf den Ring und heute verkaufst du das Ding dem Ersten, der hier reingelatscht kommt. Ich bin enttäuscht. Ich sag das jetzt noch genau einmal. Gestern war geschlossen, okay? Also genug davon. Außerdem finde ich es seltsam, wenn du dich darüber beschwerst, dass ich den Ring verkauft habe. Das ist mein Job. Und sagtest du nicht auch, dass du besagten Ring überhaupt erst an mich vertickt hast? Vom Ding her? Tja, dann lass es doch mal gut sein. Oh, komm schon, es geht um Leben und Tod. Tut mir echt leid, aber ich kann da nichts machen. Ein Menschenleben steht auf dem Spiel. Bedeutet dir das gar nichts? Menschenleben werden überbewertet. Wenn es jetzt um das Leben eines exotischen Tieres ginge, wäre es interessant. Okay,
Such dir ein Tier aus und ich überleg mir eine gute Geschichte. Sorry, Kumpel, aber Diskretion ist wichtiger als irgendein Leben. Selbst das exotischer Tiere. Na schön. Hör zu, Kleiner. Ich habe hier Listen von allen Transaktionen in diesem Notizbuch. Ich würde gerne jedem erzählen, wer was gekauft hat, aber das hat mir schon eine Menge Ärger eingebracht. Ich kenne eine Menge Frauen, die ihr Brautkleid wiederhaben wollen, Nerds, die versuchen, ihre Comicsammlungen zu retten, sogar Cops, die nach Beweisen oder Waffen suchen. Du kannst also sicher verstehen, dass ich sowas nicht einfach rausplaudere. Okay, ich lass mir was einfallen. Alles klar. So, jetzt können wir erstmal richtig weitermachen. Passt oder passt so, können wir die Gasflasche hier anzünden. Was glaubst du, mit wem du hier redest? Und jetzt erstmal die Schüssel mit Maisresten hier raufstellen. Ich liebe dieses Geräusch. Jetzt haben wir Popcorn. Sicher, dass wir das Problem damit in den Griff. Jetzt können wir schon mal ein bisschen was vorbereiten. Und zwar können wir schon mal die Flasche Wasser raufstellen. Jetzt können wir... Haben wir das schon? Ja, die Billardkugel in die Kanone backen. So? Also, passt oder passt? Okay, ja, gut, bringt noch nichts. Ich glaube nicht. Was glaubst du, mit wem ja. du hier redest? Okay. Ich dachte, die bleibt da schon mal drin. Aber nein, gut, dann können wir jetzt erstmal das Popcorn mit Rattengift vergiften und müssen erstmal wieder gehen. Mehr können wir erstmal nicht tun. Wir müssen jetzt zu Randall nach Hause. Versuchen mit jedem zu reden. Manchmal ist der Charakter, der vorher keine Info war, der Schlüssel zum nächsten Rätsel. Gute Information. So, wir können jetzt hochgehen. Und diese Tauben sind sehr hungrig und aggressiv. Wir müssen sie füttern. Fräst, meine Schönen, fräst. Es ist genug für alle da. Ups. Achtung, diese Tauben schlafen nicht. Sie sind tot. Aber wen interessieren diese Flugratten überhaupt? Davon abgesehen sind die eh nur gemalt. Ja, recht schade. Damit kann man sich schön abschießen. Stimmt. Das können wir jetzt mitnehmen. Dann haben wir noch die Klimaanlage. Die Klimaanlage. Die bringt uns die aber nichts. Die kann ich nicht einfach mitnehmen. Und das war's. Wir brauchen diesen Schlauch, den wir gerade geholt haben. Können jetzt also wieder zurück zu Mel. Krabbler sind außerordentlich gut ausgerüstet. Verpasse nicht die Chance, eines ihrer Plasmagewehre in die Hand zu bekommen. Okay. Alles klar. Also, helfen? Ja, okay. Was so, jetzt können wir was den Schlauch du, mit wem du hier in redest? Das Loch packen. Und in die Flasche. Wenn meine Physikkenntnisse mich nicht täuschen, müsste diese Uhr jetzt eine potenzielle Massenvernichtungswaffe sein. So, und jetzt können wir damit in den Griff kriegen. Die Bärkugel raufpacken. Meine Babys, was zur Hölle ist passiert? Ich weiß es nicht, ich bin nur mit meinem Hund spazieren gegangen. Ich muss etwas unternehmen, bevor sie warm werden. Warum? Was passiert, wenn sie warm werden? Hast du mal was von diesen kleinen Dingern gehört, die man Supervulkane nennt? What? Naja, ich kenne Vesuvius Matt. Ist das was in der Art? Aus dem Weg. Ich muss sie einsammeln, bevor der ganze verfluchte Block hochgeht. Alles klar. Alles klar. Jetzt können wir uns das Notizbuch angucken. Das nehme ich nicht mit. So. Ja. Okay, mal sehen, wer den blöden Ring gekauft hat und mit... Sekunde mal. Charlie? Charlie hat meinen Ring gekauft? Verdammt. Wenn es eine Person gibt, die mir den Tag verderben kann, dann ist er's. So eine Scheiße. Ach. Das ist nicht gut. Aber okay. Jetzt müssen wir zu Charlie. Charlies Comics. Kann sein, dass manche Gegenstände nutzlos sind. Dasselbe gilt für einige Charaktere. Okay. Psychiater. Das ist das Büro vom Psychiater. Scheint schon zu sein. Kann ich nicht. Es ist schon zu. Ich glaube, das könnte Randall mal gebrauchen, bin ich der Meinung. Man, dem sollte mal jemand sagen, dass er scheiße aussieht in den Klamotten. Haha. Ich wüsste nicht, was ich sagen soll. Okay.